Hallihallo ihr Lieben, willkommen zu Part 28 von Let's Go Pikachu und unserem Kampf gegen Knogger. Ich habe jetzt mal Knogger nach vorne gemacht. Einfach mal, keine Ahnung, ich meine, er ist ja sehr effektiv gegen Gift-Pokémon. Vielleicht kann er ja ein bisschen was raustanken und ansonsten hoffe ich einfach, dass Frederik und Simon gut Schaden gegen Knogger machen können. Und ich hoffe, er setzt sich so auf Toxin ein. Ha! Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft! Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsache zurückholen. Ich mag einfach keine Gift-Pokémon. Smogmog. Oh! Oh, schwebt Smogmog. Hat Smogmog Schwebe? Schutzschild. Es ist echt nicht, was Spockbock für die Fähigkeit hat. Natürlich, hau mal ein Toxin. Ah ja, doch, es funktioniert. Nur vom Schaden her. Dass wir ein bisschen Toxin am Leib haben. Aber ich meine dafür, dass wir auch schon wieder ersetzt wahrscheinlich all zwei Runden mit Smogmog Schutzschild ein. Das heißt, wir könnten uns all zwei Runden aufheilen. Ich vermute, dass er Toxin und Schutzschild spammen wird. Oh oh. Überleben wir eine Explosion? Belebtes Knogger? Ich weiß es echt nicht. Nein. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal Smogmog los. Ciao, Knogger. Ja, ich weiß, es ist besiegt. Dann gehe ich jetzt in Simon. Vielleicht setzt er ja noch. Oh nein, Slimog. Setzt er doch hundertprozentig Komprimator ein. Ich kann Komprimator nicht leiden. Wir müssen das schnell weghauen. Okay, es kommt wieder Schutzschild. Hätte ich mit rechnen können. Aber ich hätte Simon ja auch nicht aufhalten können, von dem her. Das macht halt fast keinen Schaden. Oh nein, der hat so much Bombenvieh. Und Vergiftung. Ist das eine normale Vergiftung? Ja. Okay. Das heißt, wir tanken auf jeden Fall. Wir müssen noch mal eine Matschbombe tanken. Oh nein. Ich habe vergessen, wie schon Schild. Haben wir auf jeden Fall wieder Matschbombe. Wir heilen. Jetzt käme wieder wahrscheinlich Schutzschild. Deswegen heilen wir jetzt. Vergiftung. Ha! Outplayed. Aber wir
machen halt echt kaum Schaden auf dieses Vieh. Aber jetzt würde wieder Schutzschild kommen. Dann wechseln wir jetzt mal auf Frederik und hoffen, dass Frederik mehr Schaden macht. Wir bleiben bei Flammenwurf, macht kaum weniger Schaden. Okay, ja, es geht. Das ist wieder Toxin. Das könnten wir wieder heilen. Dann planen wir, tun jetzt wieder Schutzschild outplayen mit einem Hyperheiler. Dann greifen wir jetzt wieder an. Flammenwurf. Jetzt kommt wieder Toxin. Ich rechne jetzt wieder Schutzschild. Dann würde ich sagen, tun wir Turtok. Es kommt 100 Pro wieder Schutzschild. Dann heilen wir jetzt einmal Turtok. Weil vielleicht brauchen wir es noch. Vielleicht kommt jetzt als nächstes wieder so ein Alpollo oder Gengar oder sowas. Und dafür bräuchten wir Turtok. Vermute, dass sein stärkstes so Level 45 sein wird. Golbat. In Golbat könnten wir auch Pika machen. Der Golbat ist ja Giftflug. Und dann hätten wir was sehr Effektives mit Elektroattacken. Ja, Golbat wird bestimmt auf sowas wie Superschall umzugehen. Nicht Superschall. Oh, hat auf Golbat auch diese Schutzschild-Taktik. Wahrscheinlich hat er da dann auch wieder Toxin. Ich weiß nicht, kann Golbat Toxin lernen? Bestimmt. Wahrscheinlich kriegen wir auch, wenn wir den Kampf gewonnen haben, Toxin. Ah, One-Shot. Gut. Jetzt kommt noch sein letztes Pokémon. Ich kann mir vorstellen, Gengar oder Nidoqueen oder Nidoking oder sowas. Omot. Sein Ernst? Omot. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Omot so eine Gefahr für uns ist. Ich meine, wir, das ist ein Käfer-Pokémon. Wir haben ein Feuer-Pokémon im Team. Wir haben ein Feuer-Pokémon im Team. Wir haben ein Flug-Pokémon im Team. Wir haben ein Elektro-Pokémon. Ah, gut, okay, das wird Käfer-Gift sein. Aber, also Omot sehe ich jetzt noch keine Bedrohung. Ich wüsste jetzt nicht, was Omot für eine Attacke beherrscht, die uns fertig werden könnte. Matschbombe. Hauenvergiftung. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder Schutzschild spammen. Das heißt, wir gehen jetzt auf dieselbe Heilung. Heilen die Vergiftung. Und hoffen, dass er nicht jetzt nochmal Schutzschild einsetzt, sondern wieder auf Heiler geht. Also auf Schutzschild, genau. Und dann waren wir schneller. Das heißt, mit Flammenwurf müssten wir es weg haben. Witzigerweise war die ersten zwei Pokémon die größere Gefahr. Und Frederik erreicht Level 42. Du bist eine würdige Kämpferin. Wurde geschlagen. Pff, so sei es. Der Seelenorden gehört dir. Pika, Pika, Pikachu! Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen dir alle Pokémon bis Level 60.
auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch haben. Ich hab's gewusst, dass ich von dem Toxin bekomme. Attacke, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Ja, Piki? Pika? Pikachu macht Freundsprünge. Mhm. Leider ist unser Knogger in diesem Kampf von uns gegangen. Irgendjemandem müssen wir doch dieses Gebiss geben. Ah, der sieht aus, als hätte er ein Gebiss verloren. Und man kannst du eigentlich Bill erst, mein Enkel. Schon als kleines Kind war er Feuer und Flamme für Raritäten. Ah, ich bin Bill tatsächlich begegnet. Als Nidorino. Rina? Rino? Ist hier ein älterer Herr, der seine Zähne verloren hat? Nein. Irgendwo ist doch so ein älterer Herr, der nicht mehr reden kann, dem diese Zähne gehören. Wir müssten ja jetzt theoretisch die Möglichkeit bekommen, über Wasser gehen zu können. So, halt, stimmt, hier gibt es ja keine Pokémon-Box. Warte mal, wie geht das Y? Den Platz jetzt freilassen. Erstmal und gucken, was wir kriegen. Weil ich will nicht Relaxo haben. Die anderen Pokémon sind so niedrig vom Level, die ich in den Boxen habe. Ich gehe tatsächlich ein bisschen auf Lapras oder so. Oder auf ein legendäres Pokémon. Aber jetzt suchen wir erstmal den Herrn, der sein Gebiss verloren hat. Jetzt bin ich hier wieder auf dem Wasserweg. Ja, vielleicht. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Item. Ach, kriegt man hier Stärke? Ah, doch. Hier ist der Herr, der hat die Zähne verloren. Pff, der ganze Sand knirscht so ekelig zwischen den Zähnen. Aber sei es drum. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühe. Und weil du es bist, bringe ich dir um drei noch Nützliches bei, und zwar die Heimtechnik Wuchtstoß. Was sagt man dazu? Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist das gehupft wie gesprungen. Okay, dann bringe ich sie eben deinem Pokémon bei. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier. Echt? Haltet euch fest, mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an der Sache ist diese. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Schön, dass Pikachu Wuchtstoß gelernt hat. Ich dachte, wir lernen jetzt die Fähigkeit, über Wasser zu gehen. Ah, naja, gut. Hm? Ich komme hier gar nicht drin in den Garten. Aber gut. Ah, hier kommt man in den Garten.
habe dieses ungenutzte Haus gemietet, um es Pum und Redan zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt trifft sich dort so viele Experten zu hitzigen Diskussionen, dass ständig dicke Luft herrscht. Also was. Wahrscheinlich müssen wir jetzt zu Sabrina. Wir haben ja jetzt ein Pokémon, das Level 45 ist. Oh. Also eines. Mit Simon. Oh nein. Jetzt hat sich das Spiel wieder aufgehängt. Halleluja. Halleluja. Beim letzten Mal hat es ja von alleine wieder beruhigt. Also im Notfall könnten wir jetzt hier auch den Part beenden. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen spielen. Warum hängt das heute so? Weiß auch nicht. Hängst du dich wieder von allein? Hä? Ist natürlich gar kein Bild mehr. Ah, jetzt. Ich hoffe, jetzt klappt es wieder. Weiß auch nicht, was der gerade so für Probleme hat. Nehmen wir jetzt mal noch ein Stück. Ich guck mal kurz. Habe ich dir aufgehalten? Ja. Gehen wir jetzt so rum, wieder zurück zu Sabrina. Und dann ist die praktisch die nächste Trainerin. Ah, guck mal, hier gibt es sogar einen Omot. Oh, Omot will nicht zu uns. Ist er wieder runtergeflogen? Nö. Doch. Und ein Duflo. Habe ich. Hatte ich Mirabla nicht? Hatte ich das bis Duflo entwickelt gehabt? Fragen über Fragen. Aber es ist vom Level her halt auch viel zu niedrig, um es ins Team zu nehmen. Level 33. Sollte ich es gefangen bekommen, würde es jetzt eh im Team bleiben, also im Team landen. Würde ich es auch erstmal im Team lassen, aber es ist halt eigentlich vom Level her zu niedrig. Fliegt jetzt eh gleich wahrscheinlich. Ah ja. Fangen wir halt einen Blutzug.
Ups. Oh ne, dass wir so eins zur Seite springen. Scheine schon mal irgendwann einen Blutzug gefangen zu haben. Es kam jetzt keine Nachricht von wegen neuen Pokédex-Eintrag. Oh, Dominik. Ich mag Fuchtler nicht so als Attacke. Oh, das macht voll viel Schaden. Es hat über die Hälfte KP gezogen und Frederik ist ja echt bulky an sich. Ja. Oh, Vulcano. Hupsi. Schönheit, die ist mir sympathisch, weil sie mit Vulcano kämpft, aber stark war sie nicht. Da sind wieder so komische Typis. Die hatten beim letzten Mal Gift-Pokémon. Das Mal, als ich gegen Punk gekämpft habe, hatten die Arbox, Mogon und Dingsbums. Schleimock. Und der fängt schon mit Arbok wieder an. Mag sie einfach nicht, auch wenn ich mich darüber wiederhole. Gefühlt gibt es ja der ersten Generation so viele von diesen Viechern. Und gefühlt kämpfst du ja nur gegen Gift-Pokémon. Es gibt wahrscheinlich gar nicht mal so übertrieben viele, aber gefühlt kämpfst du nur gegen Gift-Pokémon. Manni. Oh, der hat kein Gift-Pokémon. Oh, der hat bestimmt wieder so ein Fruchtler als Viech. Pass auf, kann ja Fruchtler.
Fehlt die Attacke. Na ja, egal. Ja, vielleicht hätten wir ins Wasser-Pokémon gehen sollen. Ja. Und here we are again. Und schon wieder Toxin. Kreide schreien nochmal. Entschuldigung. Und weil ich für heute genug gegen Gift-Pokémon gekämpft habe, würde ich sagen, hören wir hier jetzt auf, dann gucken wir nächstes Mal noch da oben. Da war ja noch so ein Elite-Trainer. Und dann geht's zurück zu Sabrina. Hier sind auch noch jede Menge Trainerkämpfe. Es wird dann wahrscheinlich im nächsten Part wieder so eine Trainer-Trainings-Part, bevor wir dann zu Sabrina hochkommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!